Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. 2009 saß Hamlet in einer Stuttgarter Inszenierung allein in einem großen Becken Schlamm und versuchte vergeblich, die vielfältigen Verflechtungen der Aufsichtsrat- und Konzernchefposten in Deutschland zu entwirren, um das Machtsystem seines Vaters Claudius zu verstehen. Ob es von edlerem Geist ist, auszuhalten, Schleuder und Pfeil des wütenden Geschicks oder in Waffen gegen eine See von Plagen enden im Aufstand. Hamlet fragt ganz konkret danach, ob er Widerstand leisten, für seine Ziele kämpfen soll oder ob er die korrupten Machenschaften seines Onkels Claudius einfach aushalten, sich der übermächtigen Dominanz der Gegner ergeben, resignieren, ob er sich da umbringen soll. Wer ertrüge Peitschenhiebe und Hohn der Zeiten, des mächtigen Druck und Misshandlung des Stolzen, des Rechtsverschleppung, der Anmaßung der Ämter, wenn er doch selbst den Schlusspunkt setzen kann mit schnellem Stoß. Das Komplott, die Intrige, die Manipulation ist also das Wesen der Politik am dänischen Hofe. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, ich muss oft an diese verzweifelte Situation des radikalen Machtkritikers Hamlet denken, der sich durch vorgetäuschten Wahnsinn schützt, um seine Umwelt überhaupt noch aushalten zu können. Denn auch wir hier in Stuttgart sitzen in einem Kessel voll Schlamm und Dreck. Bei Regen entsteht am Bahnhof ein großes Matschfeld, wo der gegen jede Vernunft zynisch zerstörte Schlossgarten einmal das Erholungszentrum der Stadt war. Und es geht uns wie Hamlet. Wir versuchen, dem nicht Offensichtlichen auf die Spur zu kommen, das unsichtbare, intransparente Agieren von diversen Akteuren und Interessengruppen zu entlarven, Einfluss auf politische Entscheidungen im Verborgenen nehmen. Es geht dabei um die sogenannte fünfte Gewalt. Die Medien werden als vierte beschrieben. Es geht um Lobbyismus. Die Aufwertung zur Staatsgewalt beschreibt schon das ganze Dilemma. Lobbyisten sind inzwischen so allgegenwärtig präsent, dass deren Eingebundensein ins System, ihre gezielte Einflussnahme auf politische Entscheidungen inzwischen von den meisten achselzuckend hingenommen wird. In Stuttgart haben wir die unsichtbare Macht der Lobbyisten das erste Mal bei der Volksabstimmung zu spüren bekommen. Die Pro-21-Fraktion hatte plötzlich sehr viel Geld für ihre mit Unwahrheiten aufgeblasenen Kampagnen zur Verfügung. Die Stadt Stuttgart und der Verband Region Stuttgart haben in der Folge dann die Bevölkerung einseitig informiert. Wer arbeitet also mit wem zusammen? Wo fließen welche Gelder hin? Wer sind die Hauptprotagonisten in diesen korrupten Kreisen und welches sind ihre Verbindungskanäle in die Politik? Auf einer Hamlet-Probe hat der Dänenprinz den Korruptionsfällen, denen er auf der Spur war, ein Ranking verpasst. Im großen Stuttgart 21-Spiel der Lobbyisten, Antidemokraten und Betrüger kommen heute auf Platz 4 die drei von der Tankstelle, die Bahnchefs Dürren, Medorn und Grube. Begründung der Jury: Mit Stuttgart 21 wird ein hocheffizienter Kopfbahnhof beseitigt und an dessen Stelle ein Bahnhof gebaut, der 30% weniger leistet. So weit, so klar. Was allerdings erst Anfang 2013 von uns Gegnern entdeckt wurde, diese Tatsache war den drei Bahnchefs Dürren, Medorn und Grube von Anfang an klar, da diese Angaben der Planfeststellung zugrunde lagen. In der Öffentlichkeit haben sie allerdings konsequent von Kapazitätszuwächsen gesprochen, also bewusst die Unwahrheit gesagt. Warum aber haben diese drei ehrenwerten Herren die Öffentlichkeit so lange und so dreist belogen? Und warum tun sie das Loser-Projekt Stuttgart 21 ihrer Eisenbahn an? Die Antwort ist einfach: Alle drei Bahnchefs stammen aus der Kaderschmiede des Daimler-Konzerns. Und alle drei hatten vor ihrem Amtsantritt nie etwas mit der Eisenbahn zu tun. Dürr ist Eigentümer eines Autozulieferers und war ab 85 im Vorstand der Daimler-Benz Holding. Medorn war bei dem Rüstungskonzern MBB und ging dann zu Airbus, das in Daimler integriert wurde. Grube wurde bei MBB ausgebildet und war Büroleiter von Medorn. Dann ging er zu Daimler und zum Rüstungskonzern EAD. Dürr schlägt Medorn vor, Medorn schlägt Grube vor und jeder war ein Jahrzehnt lang bei Daimler. Insofern ist es nur konsequent, dass alle drei Ziele verfolgen, die dem Schienenverkehr letztlich schaden und anderen Verkehrsträgern nutzen. Die Bahninfrastruktur wird systematisch für Milliarden zurückgebaut, während dringend nötige Ausbauten um viele Jahre verzögert werden.
Der extreme Sparkurs in Deutschland steht in auffallendem Kontrast zur Ausgabelust der Bahnchefs im Ausland. Seit 1994 hat sich die Bahn AG zu einem weltweit agierenden Konzern entwickelt, bei dem zunehmend Luftfracht, Seefracht, Busverkehr und Logistik im Zentrum stehen. Gut 40% des Umsatzes der Deutschen Bahn AG werden inzwischen in bahnfremden Bereichen, oft auch in Sektoren, die mit der Schiene konkurrieren, erzielt. Wir gratulieren zu diesem spektakulären Lobbyklassiker. So geht Vetternwirtschaft Deluxe. Und sie führt uns direkt zum dritten Platz. Preisträger ist Ex-Kanzleramtsminister Roland Pofalla, der den Korruptionssumpf ahnen lässt, in dem die Deutsche Bahn inzwischen wartet. Die Begründung. Nachdem 20 Jahre lang verschiedene Bundesregierungen immer wieder behauptet haben, dass die Deutsche Bahn eine Aktiengesellschaft sei und dass der Bund somit keinen Einfluss auf das operative Geschäft nehmen kann, telefoniert Pofalla Anfang 2013 am Tag des Aufsichtsratsbeschlusses, an dem über den Weiterbau von S21 entschieden wurde, persönlich mit einigen Aufsichtsräten und drängt sie zur Entscheidung für den Weiterbau von S21, obwohl er inzwischen von Seiten der Bahn längst als nicht mehr wirtschaftlich eingeschätzt wird. Und als ob diese dreiste Einflussnahme nicht schon genug wäre, lässt sich Pofalla schnell noch in den Bundestag wählen, um nur wenige Monate später mit einer Verzehnfachung seines Gehalts, ca. 1,5 Millionen jährlich, durch die sprichwörtliche Drehtür in die Wirtschaft zu gelangen. Auf den Chefsessel eines Vorstandes, wer hätte es gedacht, der Bahn AG. Danke, Pofalla, für diese profunden Einsichten in die Welt der bezahlten Korruption. Auch Sie geben, wie Gerhard Schröder, der sein Kontaktnetzwerk am Gazprom verscherbelt, wie Wolfgang Clemens, der als Ex-Arbeitsminister zu einer Zeitarbeitsfirma gewechselt hat, dem Lobbyismus ein würdiges Gesicht. Platz 2 in unserer Lobbyparade geht an die Vorstandsmitglieder der Stiftung Lebendige Stadt, ein schöner Name übrigens für ein Totengräberprojekt, an Friederike Bayer, Lebensgefährtin des ehemaligen Ministerpräsidenten Oettinger, an Wolfgang Tiefensee, Ex-SPD-Bundesverkehrsminister, an Wolfgang Schuster, ehemaliger Stuttgarter Oberbürgermeister und an die Ex-Ministerin Tanja Renner und den S21-Architekten Christoph Dienhofen. Mehr Fans als VfB Stuttgart hier, die in unterschiedlichen Gremien der Stiftung längere Zeit tätig waren. Begründung der Jury. All diesen Personen ist gemeinsam, dass sie sich in ihren jeweiligen politischen Jobs für Stuttgart 21 verdient gemacht und damit für den Otto-Konzern bzw. dessen Tochter ECE Lobbyismus betrieben haben. Denn die ECE ist der größte Projektentwickler Europas, unter anderem Eigentümer des Leipziger und des Hamburger Hauptbahnhofs. Die Stiftung Lebendige Stadt ist an sie angegliedert. ECE wird auf dem ehemaligen Bahngelände in der Stuttgarter City als das größte Einkaufszentrum der Region Stuttgart errichten und dafür sind wir alle sehr dankbar, denn es gibt in Stuttgart bisher viel zu wenige davon. Wie das Ganze dann ästhetisch rüberkommt, das sieht man, wenn man von der Türlenstraße kommend auf diese schönen neuen Bauten blickt. Das sind noch Visionen der Stadtplanung. Und all diese architektonischen Meilensteine wären nicht möglich gewesen, wenn mit der Bahnreform keine Lawine der Grundstücksspekulation losgetreten worden wäre. Sie hat unglaubliche Möglichkeiten der materiellen Privatisierung, also den Verkauf großer Teile der Bahn, an private Investoren ermöglicht. Privatisieren kommt von privare und privare heißt im Lateinischen berauben. Das zigtausend Kilometer lange Schienennetz der Bahn ist als Immobilie pures Gold wert. Danke, meine Damen und meine Herren, dass Sie sich für den Ausverkauf von Stuttgart ganz persönlich mit dieser schönen Stiftung engagieren. Liebe Freundinnen und Freunde, wer arbeitet, warum, mit wem? Platz 1 geht an die Männerfreundschaft des Jahres, an Tunnelbohrer Martin Herrenknecht und den Politiker Winfried Kretschmann. Begründung der Jury. Das legendäre Foto dieser beiden unermüdlichen Kämpfer für die Moderne vor Herrenknechts Riesenbohrer ist ein Symbolgehalt, an politischem Feingefühl und an der Belegkraft für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen der Politik für die Wirtschaft, in dem Fall für Herrenknecht und die Bauindustrie, nicht zu übertreffen. Martin Herrenknecht, dessen Tunnelbohrmaschine mehr als die Hälfte des Weltmarkts für Tunnelaufträge auf sich vereinen, kann heute persönlich nicht erscheinen, den Preis entgegenzunehmen. Aber hören wir kurz rein, was er in einem Interview mit der Süddeutschen an Freundlichkeiten für unsere Bewegung übrig hat. Zitat Herrenknecht.
Dieser Streik der unverbesserlichen Gegner war blödsinnig und hat uns geschadet. In China und Brasilien werden wir ausgelacht, weil wir für die Deppen sind, die keinen Fortschritt mehr möchten. Aber diese paar hundert Leute in Stuttgart, die jetzt noch meckern, haben keine Visionen und keine Aufgabe im Leben. Und so versuchen sie sich an der Rettung der Juchtenkäfer. Dabei könnte man diese Insekten in einen Möbelwagen packen und irgendwo aussetzen und alles wäre gut. Zitat. Lieber Winfried Kretschmann, dass dieser geistige Filmreporter beste Kontakte zu Ihnen unterhält und dass Ihre Frau als Tunnelbohrpatin dem Bohrimperium zur Verfügung steht und dass Sie so fotogen vor einem Riesenbohrer posen können, erinnert uns daran, dass wir Sie mit Ihrer Partei gewählt haben, um einen Politikwechsel zu vollziehen. Und in der Tat, Sie vollziehen ihn in beeindruckender Konsequenz. Sie wechseln von der Politik in die Interessenvertretung der Wirtschaft. Das ist exakt der Politikwechsel, den wir uns vorgestellt haben. Sie verstecken sich hinter angeblichen Sachzwängen, ignorieren standhaft die inzwischen fehlende Legitimation der offensichtlich manipulierten Volksabstimmung, berufen sich auf eine Projektförderungspflicht im Finanzierungsvertrag, obwohl die Vertragsgrundlage für S21 weggebrochen ist, und kündeln und liebedienen mit der Wirtschaft die CDU in ihren schwärzesten Zeiten. Und wir haben immer noch ein Wort für uns Gegner von S21 übrig, Sie Guter, so wenn Sie zum Beispiel altväterlich erklären, dass der Widerstand gegen S21 verloren sei, obwohl Sie ganz genau wissen, dass es noch längst keine rechtskräftige Entscheidung über die seit vielen Jahren nicht genehmigungsfähigen Teilabschnitte auf den Fildern in Untertürkheim über mehrere Planänderungen, über das derzeit beim VGH laufende Verfahren zur verfassungswidrigen Nichtfinanzierung und über den mit dem vierten Bürgerbegehren verfolgten Leistungsrückbau von S21 gibt. Lieber Herr Kretschmann, Wahrheitsfindung, ein aufrichtiges Engagieren für die Belange Stuttgarts und seiner Region beim Thema S21, ein Offenbleiben für ein Umkehren scheinen Sie nicht ansatzweise mehr zu interessieren. Aber lassen Sie uns am Ball bleiben und lassen Sie uns damit am Ball bleiben. Ja, Sie motivieren uns mit Ihrem eigenwilligen Politikwechsel des politischen Versagens. Denn wir haben keine Verpflichtungen in die Wirtschaft hinein. Wir müssen auch Gott sei Dank keine peinlichen Fotos vor Bohrköpfen machen und alberne Tunnelpartnerschaften eingehen. Wir dagegen machen ernsthaft und konsequent weiter mit unserem vielfältigen Widerstand. Und wir werden Ihnen bei der nächsten Landtagswahl eine entsprechende Antwort für diesen ersten Platz in unserer Hitparade geben. Denn das, was Sie Politik nennen, das bezeichnen wir als Käse. Und dieser, Ihr ganz persönlicher Käse, wird dann auch Gäste sein. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, es gibt nichts, es gibt gar nichts, wofür Lobbyismus gut wäre, außer für die Lobbyisten selbst, sowie für die Unternehmen und Gruppierungen, deren Anliegen sie vertreten. Es ist klar, dass eine lebendige Demokratie Einmischung braucht. Interessenvertretung ist eine Grundlage einer funktionierenden Demokratie. Der Bürger muss die Möglichkeit haben, auf Gesetze und Verordnungen, auf Parlamente und Regierungen einzuwirken. Wenn aber die Öffentlichkeit nicht nachvollziehen kann, wer mit welchen Mitteln, in wessen Auftrag welche politischen Entscheidungen trifft, stellt das die Demokratie in Frage. Dazu kommt noch ein großes Ungleichgewicht der Kräfteverhältnisse. Nicht jedes Interesse hat eine organisierte und finanzstarke Lobby hinter sich, wie wir auch hier schon oft erfahren mussten. Und deshalb muss so etwas wie ein verpflichtendes Lobbyistenregister installiert werden, um verdeckte Strategien und Aktivitäten zu verhindern. Es würde einen Überblick über die Lobbyszene verschaffen. Man wüsste, wie viele Lobbyisten es gibt, für wen sie arbeiten und mit welchen Budgets. Des Weiteren müssen Karenzzeiten für Politiker eingeführt werden, welche zum Beispiel besagen, dass innerhalb mehrerer Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt keine Lobbyarbeit möglich sein darf. Auch Parteienständen. Auch Parteienspenden müssen begrenzt werden und bei den Nebeneinkünften von Abgeordneten muss die Transparenz erhöht werden. Liebe langjährige Kämpferinnen und Kämpfer gegen Stuttgart 21, liebe Gäste, es geht ausschließlich nicht darum, unsere Demokratie oder unseren Parteienstaat in Frage zu stellen. Aber es geht darum, das zu tun, wofür wir hier in Stuttgart nun seit mehr als 4 Jahren in großer Zahl auf der Straße und in unendlich vielen Initiativen streiten. Unsere Demokratie zu verbessern, an ihr weiterzuarbeiten, sie weiterzuentwickeln, sie auszubauen und sie zu stärken. Dazu gehört, dass wir mehr partizipative, mehr direktdemokratische Elemente einführen. Dazu gehört, dass die Politik, ihre Institutionen und ihre Vertreter in ihren Vorgängen radikal transparenter werden. Und dazu gehört, dass alles offen liegt, was passiert. Und dazu gehört auch, dass wir weiterhin an eine Verbesserung der Demokratie glauben, dafür weiterstreiten und weiterarbeiten.
dass wir uns von noch so starken Interessenverbänden nicht daran hindern lassen, weiterhin auf die Straße zu gehen, um Missstände, Lobbyismus und Korruption zu beschreiben und Druck auszuüben. Dass wir uns nicht die Lust nehmen lassen, politisch tätig zu sein. Dass wir daran glauben, dass unser außerparlamentarisches Engagement langsam aber stetig die politische Kultur verändern wird. Dass wir daran glauben, dass über viele Dinge in absehbarer Zeit geredet werden wird, worüber vor kurzem noch nicht einmal nachgedacht wurde. Wer kann das, wenn nicht wir? Liebe Freundinnen und Freunde, Hamlets politisches Problem ist nicht die vermeintliche Handlungsunfähigkeit eines Intellektuellen von des Gedankenblässer angekränkelt, wie es zur Spruchweisheit geworden ist. Sein Problem ist sein Wissen und sein Bewusstsein von der enormen Schwierigkeit verantwortlichen, das heißt wirklich erfolgreichen politischen Handelns. Hamlet sagt am Ende des Stückes, dass wir die Übel lieber tragen, die gewohnt sind, als zu Unbekannten fliehen. So macht Bewusstsein alle uns zum Feigling. Der angeborenen Farbe der Entschließung wird des Gedankens Blässe angekränkelt. Wie viel Mut, wie viel Stehvermögen, wie viel Konsequenz braucht man für einen erfolgreichen politischen Kampf? Wie viele Faktoren, Dimensionen, Aspekte sind zu bedenken, wenn das Faule im Staate Dänemark wirklich ausgemerzt, der kranke Körper von Grund auf geheilt und nicht nur oberflächlich von Symptomen kuriert werden soll? Alle diese Fragen treiben uns seit Jahren hier um. Es ist schwer für uns dran zu bleiben, da erreicht es häufig nicht offensichtlich, nicht greifbar, an großen Erfolgen ablesbar ist. Aber ganz sicher ist, dass unser nachhaltiges Engagement die politische Kultur bereits verändert hat und in ganz vielen in Deutschland Antrieb für ihre Vorhaben ist. Das höre ich immer wieder, ob in Berlin, in Hamburg oder sonst wo, der Widerstand wächst, auch wenn es nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Und diese fantastischen drei Tage, diese beeindruckende Konferenz mit ihrer faszinierenden Vielfalt an Themen, Referenten und Mitwirkenden beweist doch wieder einmal, wie lebendig wir sind, wie viel Potenzial es in unserer breit aufgestellten Bürgerbewegung gibt. Und wir werden es ihnen weiterhin so schwer wie möglich machen und arbeiten nach wie vor daran, Stuttgart 21 zu verhindern. Und wir haben einen unschätzbaren Vorteil auf unserer Seite. Wir kämpfen für etwas. Wir können formulieren, in welcher Welt wir nicht leben möchten. Und wir können Visionen für eine andere Welt entwickeln. Das kann die Gegenseite nicht, da sie mit persönlicher Bereicherung und pragmatischer Verwaltung dessen, was ist, beschäftigt ist. Das gibt uns den längeren Atem, trotz deutlicher Organisations- und Gelddefizite. Für das gute Leben sind wir verantwortlich und wir übernehmen diese Verantwortung. Das sogenannte gute Leben kann am besten in einer Welt des materiellen Wohlstands geschaffen und erfunden werden. Und liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, wann also, wenn nicht jetzt? Und ich freue mich jedes Mal wieder, die beiden magischen Wörter ausrufen zu dürfen, die seit Jahren für all das stehen, wofür wir streiten. Wir werden stehen bleiben und nicht umfallen. Wir werden nicht nachlassen und nicht aufgeben, uns nicht entmutigen lassen und am Ende nicht scheitern, denn wir werden oben bleiben. Die Route der